Rhythmgitarre hier. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich für dich Wonderful Tonight von Eric Clapton. War einer seiner ersten Nummer 1 Hits und eines der meist gecoverten, gespielten Liedern auf YouTube, was ich feststellen konnte. Und es ist mir eine absolute Freude, eine besondere Freude, dir heute Wonderful Tonight zu zeigen. Es ist eines meiner Lieblingslieder und es gibt so gut wie keinen Auftritt, bei dem ich dieses Lied nicht gespielt habe. Und jedes Mal war das mir ein Vergnügen. So, was du jetzt am Anfang gehört hast, war eine von mir eingeloopte Akkordfolge. Und das ist die Akkordfolge des Gitarrensolos. Ich werde jetzt nicht auf das Gitarrensolo eingehen. Das mache ich dann im zweiten Video, sondern im ersten Video werde ich dir jetzt die Akkordfolge, meine Art, das Lied zu spielen und zu begleiten. Das ist eine Mischung aus Unplugged und Live-Versionen von Eric Clapton. Ich werde dir versuchen, einige Profi-Tipps zu geben, wie Eric Clapton das spielt. Es ist jedes Mal leicht unterschiedlich und auf die Basis heruntergebrochen ist es ein sehr zugängliches, einfaches, jedoch auch im Detail ein wenig herausforderndes Lied. So, welche Griffe haben wir eigentlich in dem Lied? Wir haben G-Dur, D-Dur, C-Dur und E-Moll. Dann hast du noch einen Übergang mit einem D-Akkord. Mit Fis im Bass. Clapton greift den Fis im Bass mit seinem Daumen. Du kannst den D-Akkord auch so greifen. Mit einem Fis im Bass. Und das war's. Du hast also insgesamt 5 Akkorde. Also wenn du das Lied jetzt völlig unkompliziert spielen möchtest, dann empfehle ich dir dieses Picking-Muster. G-Dur-Akkord. Auf vielen Videos wirst du den G so gegriffen finden. Das ist das klassische G, klingt auch wunderbar. Ich überlasse das dir, wie so oft in meinen Videos, ob du die etwas poppigere Version des Akkordes greifen möchtest mit dem D hier auf der H-Seite oder einem klassischen G. Du kannst es auch so greifen. Das ist völlig egal, wie es dir gefällt. Die Profis spielen ihre Songs live eh immer unterschiedlich. Und warum sollen wir das nicht auch tun? Ich finde das völlig okay. Also, wir haben G-Dur und ein Picking-Muster ist dicke E-Seite, dann die G- und die H-Seite im Wechsel. Das sind deine ersten 4 Töne. Danach picke ich von unten nach oben. Dreimal. 1, 2, 3. Und dann noch einmal die H-Seite. So, ich habe 8 Töne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich picke runter, runter, hoch. Runter, hoch, hoch. Runter, hoch. Es ist wichtig, immer den Abschluss nach oben zu finden, sodass du dann eine Bewegung nach oben hast und nicht nach unten. Das ist ergonomischer gepickt. So, das gleiche spielst du dann auf dem D-Akkord. Dann jedoch mit der D-Seite im Bass. Dann kommt ein C-Dur und wieder ein D-Dur. Also das geht zweifach. G,
D, C und D wird die komplette Akkordfolge, diese vier Akkorde, wird hintereinander zweimal gespielt in der Strophe. Und das ist in jeder Strophe so. Wenn du jetzt Clapton auf Konzertaufnahmen beobachtest, dann wirst du immer feststellen, er hat immer einen zweiten Gitarristen dabei. Und er spielt die Akkorde dann so. Spielt ein G-Dur hier. Das kontrastiert wunderbar. Ich lasse jetzt mal meinen vorhin aufgenommenen Loop. Ich habe die vier Akkorde geloopt. Und werde dann die Art und Weise, wie Eric Clapton das spielt, live drüberlegen. So, du hast jetzt sicher bemerkt, okay, das ist ein F. Das normale F im dritten Bund gespielt, als G-Dur. Dein Picking-Muster bleibt gleich. Dann kommt ein D mit einer leeren E-Seite. Dann kannst du hier ein C9 greifen. Das wäre ein C-Dur mit einem D hier unten auf der H-Seite. Klingt dann so. Dann wieder dieses D mit der leeren E-Seite. So. Wenn du es allein spielst, kannst du ganz normal G-Dur, D-Dur. Und hier beim D macht er als diesen Schlenker im kleinen Finger. Ein Hammer-on. Einfach mal probieren. Grundsätzlich schaffst du es immer, wenn du dir das öfters anhörst und einfach es nachspielst. C9 klingt auch ein bisschen poppiger wie das klassische C. Die Mischung macht's. Und dann, wenn du die vier Akkorde G, D, C, D zweimal gespielt hast, dann kommt ein Auftakt auf C. Was ist ein Auftakt? Ein Auftakt ist das hier. Ich spiele die leere A-Seite, dann ein H hier auf der A-Seite und dann ein C-Dur-Akkord. Mein Picking-Muster bleibt absolut identisch. So, die zwei Akkorde vor dem Auftakt sind C und D. Den Auftakt mit einem Hammer-On, ich spiele die leere A-Seite und hammer dann hier im zweiten Bund und greife dann das normale C. Picke dann mein Picking-Muster. Dann kommt D-Dur, hier kannst du auch wieder den Finger lüpfen, leere D-Seite. Kommt ein wunderschöner Übergang mit folgenden Griffen. Nochmal G-Dur, ein halber Takt G-Dur, ein halber Takt D-Dur mit einem Fis im Bass. Wenn du das nicht schaffst, weil vielleicht spielst du eine klassische Gitarre mit einem breiten Hals, wenn du es nicht schaffst, einen D-Dur-Akkord mit einem Fis im Bass zu spielen, hier im zweiten Bund, ich habe auch keine, wie du sehen kannst, keine Riesenfinger. Aber bei einer Western-Gitarre, der Hals an dieser Gitarre ist eher der Hals von einer E-Gitarre. Das ist ziemlich leicht. Dann kannst du den Akkord so greifen.
wie bei Wonderwall von Oasis. Du gehst mit dem Zeigefinger hier oben auf das Fis und mit deinem Mittelfinger unten auf die Note A hier im zweiten Bund. Dann hast du diesen wunderschön klingenden Akkord. Und picken. Ich ändere jetzt mein Picking-Muster, da ich ja nur einen halben Takt habe. Und picke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich picke E-Seite. 6, 4, 2, 3. Die E-Seite, die D-Seite, die H-Seite und dann die G-Seite. Sprich, 2 runter. Und 2 hoch. Das klingt dann folgendermaßen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann kommt ein E-Moll. So auf einer der an Plattaufnahmen von Clapton hört man das. Spiel also ein E-Moll. Wenn dir das gefällt, kannst du das im Lied immer wieder bringen bei einem E-Moll. Und dann ganz einfach die leere E-Seite, die leere A-Seite und dann im zweiten Bund. Leere E-Seite, Fis, leere A-Seite, H. Und dann nochmal den E-Moll. Das klingt dann so. Do go und hier kannst du den Finger liegen lassen und einfach Hammer-On spielen. Leere E-Seite, Hammer-On auf dem zweiten Bund. Leere A-Seite, Hammer-On auf dem zweiten Bund. And I say yes. Dann kommt wieder die Melodie. So, im Prinzip war das die Begleitung von Wonderful Tonight. Ich habe dir als erstes Video in dieser Session meine Performance, meine Solo-Performance des Songs gezeigt. Du kannst es so übernehmen. Was ich als mache, ist, dass ich so ein bisschen mit dem Finger zupfe in der Strophe. Ein Plektrum hier in der, im Mittelfinger, wie du sehen kannst. Und dann ab dem Auftakt das Plektrum nehme, um eben einen Lautstärke-Kontrapunkt zu setzen. Energy asks me. Wenn du möchtest, dich melodisch noch ein bisschen verfeinern, indem du hier Terzen spielst, aber ich möchte es nicht komplizieren. Ja, es macht keinen Sinn. Okay? Bitte keine. Ja, so viele Videos auf YouTube, wo es einfach weh tut zuzugucken, wenn dieses Lied so. We go to a party. Einfach heruntergeschluckt wird. Lern dieses Picking-Muster. Lern die Griffe, spiel es schön, spiel es mit Gefühl und du wirst belohnt mit einer der schönsten Balladen, die je für die Gitarre geschrieben wurde. Okay, weiter geht's dann im zweiten Video mit der Melodie. Da werde ich dir ganz nah ranzoomen und dir zeigen, wie ich die Melodie spiele und werde dir ein paar Ideen geben in Bezug auf das Gitarrensolo. Ich werde versuchen, wenn es klappt, den Text und die Akkordstruktur, die Akkordfolge unterhalb diesen Videos in den Text, in den Kommentar hineinzuposten, sodass du dann auch die nicht mehr suchen musst und die Akkordfolge hast. Später im Laufe des Jahres, ich arbeite gerade an meiner Webseite, wird meine Webseite online gehen, wo du dann
etliche Programme dann auch erwerben kannst, die ich hier präsentiere. Im Detail, es wird einen Anfänger, einen Fortgeschrittenen und einen Profikurs geben und da freue ich mich schon drauf. Ich bedanke mich nochmal für deine Aufmerksamkeit und spiele dir jetzt nochmal kurz das Finale des Songs, wo der Auftakt wiederholt wird, sodass du das nochmal hörst. So, jetzt geht es weiter mit dem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Bye bye, das war VIP Guitar.